Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute wollen wir uns mal zusammen die Imperium Border Sleeves angucken, die mir mein Sponsor God of Cards zur Verfügung gestellt hat, und was diese Hüllen optisch hermachen und wie sie sich qualitativ schlagen können, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns, wie eingangs erwähnt, die Border Sleeves von Imperium an, die ihr auf der Website meines Sponsors God of Cards finden könnt. Solltet ihr Interesse haben, euch diese Hüllen nach dem Video zuzulegen oder euch andere Produkte anzusehen oder zu kaufen, so benutzt doch bitte den Affiliate-Link in meiner Videobeschreibung, denn euer Kauf wird dann meinem Konto gutgeschrieben, und das bedeutet, wenn God of Cards sieht, dass über meinen Link viel läuft, dann bekomme ich auch in Zukunft weitere coole Produkte, die ich mit euch zusammen testen kann. Gut, jetzt wollen wir uns aber mal die Hüllen im Genaueren ansehen. So, zunächst einmal, was sind Border Sleeves überhaupt? Border Sleeves sind spezielle Sleeves, man sieht es ja auch, die einen speziellen Ambientedruck an der Seite haben und die Karte sozusagen allein durchs Sleeven nochmal verschönern sollen, nochmal so ein bisschen aufmotzen sollen. Inwiefern das funktioniert und welchen Effekt das hat, das sehen wir auch noch im Laufe des Videos. Ich möchte jetzt euch allerdings kurz noch ein paar andere Hüllen vorstellen. Wir sehen jetzt hier diese roten Hüllen. Bei God of Cards gibt es allerdings auch noch ganz viele andere Motive, wie hier zum Beispiel dieses Piratenmotiv. Das ist so ein bisschen auf One Piece aufgemacht. Ihr seht auch hier unten, ne, diesen typischen One Piece Kopf. Also sozusagen One Piece Hüllen haben wir hier auch noch, sind auch auf dem Shop zu finden. Dann gibt es hier auch noch so Klingen und andere Dinge eben. Oder hier diese Drachen-Sleeves, die haben jetzt leider keine Umverpackung, die lagen so drin. Und solche Motive und natürlich auch noch weitere Motive findet ihr bei God of Cards im Shop. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, es gibt hier nur diese roten, sollten euch die nicht gefallen. Jetzt wollen wir uns mal angucken, wie die denn so von der Qualität sind. Ich hole hier auch direkt mal eine raus. Direkt mal ein paar mehr. So. Gut, so sehen diese Dinger jetzt aus. Die sind an der Seite bedruckt, in der Mitte natürlich klar. In der Hülle, also im Päckchen selber, habe ich schon gesehen, dass die vielleicht, ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann, dass die vielleicht nicht 100%, doch, okay. Ich wollte gerade sagen, die sind vielleicht nicht gleich breit, sondern die eine oder andere Hülle ist etwas breiter oder so, aber das sah bloß in der Verpackung so aus. Okay, wenn man sie rausholt, merkt man, dass ich mich hier geirrt habe. Das heißt, das ist schon mal ein Kritikpunkt, den ich eigentlich ansprechen wollte, der eigentlich gar nicht wirklich zu kritisieren ist, da alles passt. Qualitativ fühlen sich die Hüllen natürlich sehr, sehr gut an. Inwiefern der Druck hier an der Seite irgendwann abgeht, ne, man kennt das ja, es gab ja damals auch diese Perfect Size Hüllen als Päckchen so in Yu-Gi-Oh! Produkten drin, wo dann hinten so Linien drauf waren, die sind dann irgendwann, sind die dann weich geworden und verwischt oder abgegangen. Inwiefern das jetzt hier der Fall ist, kann ich natürlich nicht sagen. Da müsste ich die Hüllen erstmal einem Langzeittest unterziehen. Da werde ich mich vielleicht, wenn sich in der Form nochmal negativ irgendwas auftut, nochmal ein extra Video zu machen. Aber an sich muss ich sagen, der Druck wirkt halt extrem hochwertig. Jetzt haben wir nur ein Problem, vor allem für Yugi-Fans. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Und zwar sind diese Dinger nicht Perfect Size, sondern die sind groß. Ne? Also das sind Normal Size. Also diese Standardkartengröße, Pokémon-Größe sozusagen. Das heißt, der Yu-Gi-Oh!-Liebhaber wird sich da vielleicht etwas schwer tun. Man sieht es hinten vielleicht auch ein bisschen besser. Ne? Ihr seht, hier habt ihr viel Platz. Der Yu-Gi-Oh!-Liebhaber wird sich hier vielleicht ein bisschen schwer tun mit diesen Hüllen. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, ob es diese Hüllen auch in Perfect Size gibt bei God of Cards, aber ich glaube eher nicht, sonst hätten sie mir wahrscheinlich eher die Perfect Size mitgegeben. Das bedeutet, wenn ihr jetzt keine Freunde vom Doppelsleeven seid, dann sind diese Hüllen wohl eher weniger etwas für euch. Außer ihr sammelt natürlich Pokémon oder vielleicht auch irgendein anderes Kartenspiel, für das ihr diese Hüllen dann verwenden könnt, die eben eine Standardkartengröße haben. Trotzdem sind diese Hüllen, wenn man Doppelsleeven möchte, auch für Yu-Gi-Oh! Karten sehr gut einsetzbar. Das bedeutet, ihr habt zum Beispiel wie hier den Zombie-Vampir in egal welcher Farbe, durchsichtig. Ich habe jetzt hier schwarz. Und dann könnt ihr diese Perfect-Size-Hülle oder diese Small-Size-Hülle könnt ihr dann hier in die große reinstecken. Und das sieht dann natürlich ziemlich mächtig aus. Gucken wir uns das mal an. Das sieht auf jeden Fall richtig, richtig krass aus, wenn man dann eben diese
Border-Hüllen drum hat. Das gibt dem Ganzen nochmal so einen etwas spezielleren Flair. So sieht das dann von hinten aus. Und so macht sich das dann wahrscheinlich auch relativ gut im Ordner. So, meine Freunde, ich habe jetzt hier mal einen kleinen Ordner zusammengestellt, beziehungsweise jeweils eine Doppelseite für jede verschiedene Hülle, die mir mitgeliefert wurde. Hier haben wir jetzt die roten, die ihr eben schon gesehen habt. Das sieht natürlich, wie gesagt, wahnsinnig fetzig aus. Passt halt auch sehr gut zu Ritual- und Xyz-Monsterkarten, die roten Hüllen. Wir haben hier sogar auch einen Millenniums-Gegenstand, wenn man genau hinsieht. Seht ihr es hier? Sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Also, ist wirklich klasse. Das, von der Optik her macht das wirklich was her. Vor allen Dingen der rote Kontrast zu dem schwarzen Kartenlayout oder bei einer Ritual- oder auch Link-Monster-Karte zu dem blauen Hintergrund, das sieht halt schon wahnsinnig gut aus. Ich denke auch, dass das bei Spell-Karten gut aussehen würde. Für Traps würde ich vielleicht noch eher ein anderes Leaf nehmen, mit einer anderen Farbe, weil dieses Violett mit dem Rot vielleicht ein bisschen zu ähnlich ist, aber das müsste man dann sehen. Was mir auch noch aufgefallen ist, die sind extrem stabil an der Seite, diese Hüllen. Also wenn ihr zum Beispiel die Karten mischt oder sie irgendwie in Boxen stecken möchtet, da kann seitlich nichts passieren. Also die sind seitlich wirklich sehr, sehr stabil an den Nähten. Echt gut gemacht. Auch der Druck wahnsinnig gut, wie gesagt. Und ich denke mal auch, so wie es sich anfühlt und so wie es sich ansieht, dass der Druck relativ langlebig ist. Ich empfehle trotzdem, diese Karten, also beziehungsweise die Kartenhüllen, nicht unbedingt in die Sonne zu legen. Ja? Oder in die Mikrowelle zu schmeißen. Das hält es natürlich wahrscheinlich nicht aus auf Dauer. Aber ansonsten, wenn ihr die einfach nur in den Ordner packt, so ich denke, das ist wirklich auch eine Sache für Langlebigkeit. Jetzt schauen wir uns noch die anderen Sachen an, wie das aussieht. Das hier sieht auch richtig cool aus eigentlich. Ich finde nur persönlich, dass hier die Elemente etwas weit ins Bild reinragen. Also wir haben hier tatsächlich mittlerweile oder bei einigen Karten schon die Drachen mitten im Artwork drin, vor allen Dingen bei neueren Karten, wo auch das Bild größer ist als bei den alten. Da kommt das erst recht zur Geltung. Es macht aber trotzdem einen coolen Gesamteindruck. Also wenn ihr das jetzt hier mal so liegen seht, also ich finde, es sieht halt schon mega cool aus, ne? Wenn man sich hier jetzt mal die Beatrice anschaut, die ewige Dame, in Premium Gold Rare aus Maximum Gold, Magu. Es sieht schon krass aus. Es sieht schon krass aus. Eine wunderschöne Sache auf jeden Fall. Das wäre jetzt nicht unbedingt, oder das wäre jetzt nicht unbedingt das Muster meiner Wahl. Aber es sieht trotzdem nice aus. Und das Coole ist auch, wenn ihr die nebeneinander habt, guckt mal. Da nehme ich jetzt mal zwei raus. Dann ergeben diese beiden Hüllen in der Mitte wieder einen Drachen. Und das ist halt voll krass. Ich finde die Idee wirklich, wirklich gelungen. Also super gemacht auf jeden Fall. Egal ob für Pokémon, anderes Kartenspiel oder eben bei Yu-Gi-Oh! Beim Double Sleeven, das ist echt eine super Sache. Qualitativ absolut hochwertig. Das hier finde ich auch cool. Die sehen optisch, also die sind von ihrem Rahmen her, von der Optik her ein bisschen lückenloser, sage ich mal. Das heißt, die nehmen mehr vom Bild ein, sehen aber extrem gut aus und sind vor allen Dingen extrem gut für Kriegermonster. Wir haben hier diese zwei Klingen. So, wenn wir uns zum Beispiel hier die F0 Utopische Zukunft anschauen, das macht schon was her. Also das sieht schon sehr, sehr cool aus. Man kann ihn natürlich dann auch so einen Magnethalter packen, wenn man möchte. Ich persönlich würde dann aber speziell, wenn man doppelt sleeved, nicht 35 PT nehmen, sondern 55 bis 75 PT. Und generell würde ich eigentlich nicht empfehlen, mit diesen Hüllen in Magnethaltern zu sammeln. Einfach weil es im Ordner mehr hermacht. Also wenn ihr eine Sammlung habt und ihr sleeved die in diesen Hüllen, das macht einfach wesentlich, wesentlich mehr her, als wenn ihr die dann einzeln in Magnethalter packt. In Magnethaltern sammelt man dann mit eher schlichteren, normalen, unbedruckten Perfect Size oder Small Size Hüllen. Sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Und last but not least haben wir natürlich noch die, Monkey D. Ruffy One Piece Hüllen, genau. Sieht auch wahnsinnig fetzig aus. Wirklich, wirklich coole Geschichte. Also ihr seht, es macht optisch echt wahnsinnig was her. Und da ist es natürlich schon eine Überlegung wert, ob man sich dann nicht, keine Ahnung, 3, 4 solche Päckchen kauft, um sich da mal einen schönen Ordner zu gestalten. Ja, meine Freunde, und bevor ihr jetzt voll motiviert losstürmt und sagt, boah, ist die Hülle geil, ich nehme mir jetzt gleich 20 Euro und kaufe mir 4 Päckchen davon, muss ich euch einbremsen, denn so hochwertig und toll und fantasievoll diese Hüllen auch sind, sie haben einen kleinen Haken und das ist der Preis. Denn für diese Hüllen, und jetzt setzt euch besser hin, sonst haut es euch aus den Ringelsäckchen, zahlt ihr pro Päckchen mit 60 Sleeves zwischen 17 und 18 Euro. Also die haben es preislich ganz schön in sich. Da sind jetzt wie gesagt 60 Hüllen drin.
Das heißt, wenn ihr so einen richtig krassen Zip-Binder voll haben wollt, wo irgendwie 360 Karten reinpassen, dann wisst ihr, wie viele Federn ihr lassen müsst, wenn ihr an diesen Ordner mit solchen Hüllen ausstatten möchtet. Das heißt, das sind definitiv keine Hüllen, mit denen ihr irgendwelche Bullkarten einhüllt, sondern das sind dann so Sachen, wo man sich einfach einen besonderen Ordner bastelt. Natürlich haben wir den hohen Preis als Downside. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, dass es eigentlich innerhalb Deutschlands, soweit ich weiß, keinen anderen Online-Shop gibt, der diese Border-Hüllen überhaupt führt. Kein Gateway Games, kein Lottikarts. Ich habe solche Hüllen noch nie irgendwo gesehen. Sollte ich mich irren und ich habe irgendwas übersehen, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Aber meines Wissens nach ist God of Cards die einzige Website innerhalb Deutschlands, wo ihr diese Border-Hüllen bekommt. Vielleicht noch auf Amazon, aber da weiß man auch nicht, ob die wirklich aus Deutschland kommen, die Hüllen, oder ob die nicht doch halt auch Importware sind. Also man kann ja auch aus dem Ausland kaufen über Amazon, muss ich glaube ich nicht erzählen, werdet ihr ja wissen. Und darüber hinaus muss man natürlich sagen, dass die Qualität halt wirklich, wirklich extrem hoch ist. Also wirklich, der Kunststoff ist extrem gut, der Druck ist mega, mega gut und sehr hochwertig. Die sind an den Kanten richtig stabil, ihr müsst euch keine Sorgen um irgendwelche mechanischen Schäden an euren Karten machen, wenn die mal irgendwie von der Seite so ein bisschen angeditscht oder angeklopft werden. Die sind sehr stabil an den Seiten, also ihr habt hier wirklich ein hochwertiges Produkt. Das muss euch natürlich auch bewusst sein. Es ist sehr teuer, aber es ist auch wirklich hochwertig. Gibt es denn jetzt hierfür eigentlich eine Kaufempfehlung? Und die Sache ist, ja, definitiv. Also eine Kaufempfehlung gibt es allerdings natürlich nicht für jedes Spektrum. Also wenn ihr jetzt was sucht, mit dem ihr eure Cummins oder eure billigeren Hodos einhüllen wollt, dann lasst die Finger davon. Da kauft ihr euch Penny Sleeves oder irgendwas günstigeres. Wenn ihr aber einen Ordner habt, wo ihr sagt, okay, keine Ahnung, zum Beispiel mein Drachenordner, wo richtig coole Sachen drin sind, vielleicht auch hochwertigere Sachen, die ich gerne schützen möchte, die ich so ein bisschen in Szene setzen möchte, so einfach einen Hingucker haben möchte, dann sind diese Hüllen auf jeden Fall empfehlenswert und dann lohnt es sich auch, diesen höheren Preis zu bezahlen. Ihr dürft allerdings auch nicht vergessen, dass ihr einige Päckchen braucht, bis ihr den Ordner fertig habt und dass das dann doch schon ein bisschen ins Geld geht. Es gibt allerdings auch noch günstigere Alternativen zu dem Ganzen, auch von Imperium, und das sind diese Oversleeves. Das sind einfach durchsichtige Hüllen, aber nicht irgendwelche durchsichtigen Hüllen, sondern die sind, wenn ich das richtig gesehen habe, genau, seht ihr das? Das kennt ihr vielleicht. Seht ihr das? Die sind hinten so rau. Die sind erstmal also sehr gut zum Mischen, falls ihr spielen wollt. Und die sind wesentlich fester. Die sind richtig, richtig fest, sind die. Die müsst ihr natürlich auch doppelt sleeven, weil ist halt wieder normal size, ne? Aber die sind richtig, richtig schön, und wenn ihr dann doppelt gesleeved habt, also da kann gar nichts mehr schief gehen, da kann gar nichts passieren. Das ist vom Schutz und von der Qualität her auch wirklich absolut klasse. Da zahlt ihr ca. 8 Euro dafür für so ein Päckchen. Das ist schon etwas günstiger, da kommen wir schon wieder eher in den normalen Bereich. Zu guter Letzt habe ich noch etwas anderes mitbekommen, das es ebenfalls bei God of Cards gibt. Und das sind hier die Ancient Fairy Hüllen. Ancient Fairy Dragon Hüllen, also die antike Feendrachen Hüllen mit einem schönen Hodo-Effekt hinten dran. Die kennt ihr, das sind so diese Japanese-sized Hüllen, Yu-Gi-Oh! Hüllen, offiziell glaube ich sogar. Die sind sogar noch ein bisschen teurer als die die Border Sleeves. Die kosten so 22, 23 Euro das Stück. Ob man das jetzt bezahlen möchte oder nicht, sei jedem selbst überlassen. Ich persönlich würde sagen, sowas ist dann eher was für Spieler als für Sammler, weil die meisten Sammler sammeln in Zip-Bindern mit schwarzer Einlage pro Seite. Das heißt, die Rückseite der Karte werdet ihr oder der Hülle werdet ihr ohnehin nicht sehen, wenn ihr einen Bindern sammelt. Und dann lohnt es sich natürlich auch eher, andere günstigere Hüllen zu kaufen. Wenn ihr Spieler seid und ihr habt gern was fürs Auge und ihr habt gerade ein Deck, das wird für ein Deck reichen. Keine Ahnung, wie viele Hüllen das jetzt sind. Ich habe hier nur diese innere Verpackung bekommen. Die Umverpackung war nicht dabei, aber das werden auch so, ich glaube, 40, 50, 60 Hüllen in etwa sein. Dann seid ihr ja mit einem Päckchen bedient und dann kann man sich das schon auch mal kaufen. Deshalb hier auch eine definitiv bedingte Kaufempfehlung. Eins kann man auf jeden Fall sagen, auch die sind qualitativ relativ hochwertig und machen natürlich optisch einiges her. Ja, meine Freunde, wir wären auch schon wieder am Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch vielleicht inspirieren, motivieren, vielleicht euch neue Ideen geben oder euch einfach nur unterhalten. Wie bereits gesagt, die hier gezeigten Artikel stammen von meinem Sponsor God of Cards. Der Link dazu, der Affiliate-Link dazu ist in der Videobeschreibung. Falls ihr also vorhabt, etwas aus dieser
Produktpalette zu kaufen und was anderes zu kaufen oder einfach nur mal auf den Shop zu gehen und euch umzugucken, dann tut das doch bitte über den Affiliate-Link, sodass mir euer Besuch gut geschrieben wird und wir auch weiterhin schöne, tolle Produkte zusammen aufmachen können. Ich wünsche euch an der Stelle einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dann.